Immer mehr Menschen erledigen immer mehr Arbeit in immer weniger Zeit. Im Urlaub E-Mails checken, im Krankenstand die Sprachbox abhören oder abends noch schnell einen Entwurf anfertigen. Wer kennt das nicht? Durch Handys, Smartphones und Tablets verschiebt sich die Arbeitszeit immer mehr in die Freizeit. Wir von der Gewerkschaft der Privatangestellten Druck, Journalismus, Papier haben Menschen am Wiener Flughafen befragt, ob sie im Urlaub beruflich erreichbar sind. Wenn Sie in den Urlaub fliegen, sind Sie für Ihre Firma erreichbar? Ich würde mein Handy daheim lassen. Sehr unterschiedlich. Durchgehend erreichbar nicht. Ich schalte das Handy so mal für eine Stunde oder zwei Stunden am Tag ein. Okay. Je nachdem, wie lange ich unterwegs bin. Für Vorgesetzte? Eigentlich für alle, ja. Alle, die beruflich im Zusammenhang stehen. Also das sind meine Kollegen, meine Vorgesetzten, auch für Kunden, ja. Ja, im Urlaub? Eher nicht. Also, wenn ich daheim bin schon, aber wenn ich weiter weg bin oder auf Urlaub irgendwo, dann eher nicht. In diesem Urlaub nicht, aber ansonsten kann es schon vorkommen, ja. Nein, eigentlich schon. Also wenn ich unterwegs bin, dann bin ich schon immer erreichbar. Okay? Sie schalten nie aus? Nein, eigentlich nicht. Ich schaue dann immer, wer anruft, und wenn der Chef zum Beispiel anruft, dann hebe ich schon ab, aber wenn Kollegen anrufen, dann nicht. Ich lasse zu Hause, dass ich gar nicht in die Versuchung komme. Wenn die Grenze zwischen Arbeit und Privat immer mehr verschwimmt, führt das auf die Dauer zu unerträglichem Arbeitsdruck. Studien belegen, dass verlängerte Arbeitszeiten schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben. Deshalb gilt, sind Sie online, ist das Arbeitszeit. In der Freizeit geleistete Arbeit und Arbeitsbereitschaft sind durch Geld- oder Zeitausgleich abzugelten. Die GPA DJP kann darüber informieren, welche Regelungen aus dem Arbeitszeitgesetz auf Sie persönlich zutreffen, und gibt 4 wertvolle Tipps. Arbeitszeiten immer aufzeichnen und Ihre Abgeltung einfordern. Klare Regelungen einfordern, wann Rufbereitschaft oder Reisezeit vorliegen und wie diese abgegolten werden. Evaluierung der psychischen Belastungen am Arbeitsplatz einfordern. Das Handy zwischendurch mal abschalten. Sie müssen für niemanden rund um die Uhr erreichbar sein. Ich muss abschalten einfach. Sehr gut. Ja. Bitte schön.